Eigentlich ist alles schon gesagt. Es ist alles gesagt. Hier ist Fantomas. Fantomas bedroht SARS-CoV-2. Ich bin am Kudamm. Ich mache verbotene Sachen. Man darf am Kudamm nicht sitzen. Ich sitze im Café Graffiti. Am Café Graffiti. Amüsiere mich herzköniglich. Meine Lieblingsherzpraxis hat angerufen. Die sagten, nee, heute kommen wir nicht. Wir machen morgen verschärfte, gelockte Down-Sachen. Und ihr könnt mal totlachen. Guck mal, haben sie schon ein bisschen Weihnachts-Scheiß-Deko haben sie schon installiert. Dabei gibt es ja keinen Weihnachten. Den Weihnachtsmann, den hat doch die Pharmaindustrie erfunden. Oder? Hä? Wie frech mein Ohr abgequetscht wird, aber egal. Ich muss zuhören, ich muss schöne Sachen hören. Jetzt muss ich diesen Hacken-Porsche mit lustigen Sachen füllen. Geh ich zu den Akadashis am Stutti. Mann, extra eine Maske gemacht, rasiert. Saubere Schlüpferchen angezogen, wenn man zum Doktor geht. Hä? Und dann ruft sie an eine Stunde vorher und sagt, Starno. Ich finde das Wort Storno so gut, das gefällt mir. Das ist so lebendig, so... Hatte keinen Bock heute auf die Rankestraße da in der Westcity rumzukruisen und da irgendwie einen Ultraschall machen zu lassen. Nächstes Jahr immer noch genug Zeit. Was ist das Motto des Tages? Das Motto des Tages lautet, rote Lippen sollst du küssen, denn zum Küssen sind sie da. Ich freue mich. Ich gehe jetzt da mal ein bisschen Wilmersdorfer und guck mir die Läden an, die ab morgen dann zumachen, die völlig hier Lockdown sind. Und vergiss mal, 10. Januar wieder alles aufmachen. Nein, gar nichts gut gelaunt sein. Es ist so, wie es ist. Sie erzählen den Menschen einen Quatsch und sie saugen diesen Quatsch auf. Ja, möchte ich ja mal wissen. Zeig mir mal diesen Virus unterm Elektronenmikroskop. Zeig mir mal den Test aus China. Kann ich hier in der Apotheke kaufen? Positiv oder negatives Ergebnis? Wie viel hätten Sie denn gern? Dankeschön, bitteschön, Wiedersehen. Gut. Müssen wir halt bis Januar noch die Klappe halten. Habe ich ja nur auch 10 Monate geschafft oder 11 Monate. Völlig unwichtig. Dann kommt noch ein halber Monat mit dazu. Dann können wir Gänse fressen mit dem neuen Herd. Naja, und dann alles Weitere werden wir schon sehen. Also, immer schön geschmeidig und mobil bleiben. Auf der Suche nach neuen Talenten, da ist schon wieder eins. Sie sind überall. Und sie sind so ahnungslos.